Herzlich willkommen. Mein Name ist Josef Weißenböck. Ich leite unser Hochschuldidaktikzentrum Skill hier im Haus und ja, habe gemeinsam mit meinen hochengagierten Kollegen jetzt schon das fünfte Mal die Ehre, diesen Tag der Lehre zu organisieren. Persönliche Definition von Kompetenzorientierung. Ja, ich finde das Zitat von Metzger da mal gut. Es geht darum, dass das innere Potenzial eines Menschen konkrete Problemsituationen zu bewältigen. Und dann sprechen wir immer den Zusammenhang zwischen Kompetenzen, Situationen und dazwischen liegt die Handlung. Und diese Handlungsfähigkeit wollen wir fördern im Studium, im Sinne einer Problemlösefähigkeit. Warum wir das brauchen, liegt daran, dass Faktenwissen wiedergeben reicht für eine Befähigung in unserer Gesellschaft nicht aus. Wir müssen Handlungswissen erzeugen. Ja? Und das ist dann, wenn wir die Hochschulen auch dafür verwenden, dass wir Leute bilden, also auch ausbilden, dann müssen wir denen Handlungswissen und Werkzeuge in die Hand geben, damit sie in der Gesellschaft sich zurechtfinden. Was ist der Mehrwert von Kompetenzorientierung? So Begriffe haben immer den Vorteil, dass sie uns wieder ein bisschen schärfen. Was machen wir eigentlich an der Hochschule? Was wollen wir erreichen? Insofern ist erstmal Mehrwert gegeben, weil wir kommen in Diskussion. Ein anderer Mehrwert ist, glaube ich, und da sind wir auch wieder bei der Aushandlung im Endeffekt im Kollegium. Was wollen wir bei unseren Studierenden fördern? Wo sehen wir die später? Welche Persönlichkeiten wollen wir entwickeln? Und das ist, glaube ich, der Mehrwert einer Kompetenzorientierung, dass wir dadurch ja, eine neue Vision haben. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal am Tag der Lehre dabei. Was mir sehr gut gefällt hier, ist, dass aus ganz Österreich teilnehmende Personen anwesend sind. So ein Tag der Lehre hilft innerhalb einer Organisation wie hier der Fachhochschule St. Pölten, aber auch mit externen wieder zusammen ins Gespräch zu kommen und nochmal zu strukturieren und zu reflektieren, was haben wir eigentlich erreicht, wo wollen wir hin in der Lehre, man kommt wieder in Diskussion.